Hallo, ich bin Christian und heute geht es um den Bundeshaushalt. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie schwirren viele hohe Zahlen durch den Bundestag und natürlich auch durch die Medien. Es geht um Schulden, es geht um Wirtschaftshilfen, um Steuern und insbesondere um viele Milliarden Euro der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und wo das ganze Geld herkommt und wofür es verwendet wird, das besprechen wir heute. Über Geld spricht man doch. Der Bundeshaushalt 2021 umfasst Ausgaben in Höhe von 547,7 Milliarden Euro. Das ist eine ganze Menge Geld. Alleine 240 Milliarden Euro davon sind Schulden, das heißt Geld, das nicht über Steuereinnahmen in diesem Jahr finanziert werden kann. Durch einen sogenannten Nachtragshaushalt wurden erst in den letzten Aprilwochen noch einmal 60 Milliarden Euro zusätzlich an neuen Schulden aufgenommen. Blenden wir nur für einen kurzen Moment die finanzielle Ausnahmesituation aufgrund der Corona-Pandemie aus. Denn normalerweise nimmt der Bund keine Schulden auf, um seine Ausgaben zu finanzieren. Der Staat bekommt seine Einnahmen vor allem über die Steuern der Bürgerinnen und Bürger und natürlich der Unternehmen in Deutschland. In Deutschland gibt es fast 40 unterschiedliche Steuerarten. 97% der Einnahmen des Bundes aus der allgemeinen Finanzverwaltung sind durch Steuern finanziert. Und darüber hinaus gibt es noch einige kuriose Einnahmen, wie beispielsweise die Erlöse aus dem Verkauf von Sammelmünzen. Immerhin ganze 449 Millionen Euro allein in diesem Jahr. Insgesamt beträgt der Anteil der Schulden an diesem Bundeshaushalt jedoch ganze 36,28%. Das ist trotz Pandemie viel zu viel und muss ab dem nächsten Jahr wieder deutlich anders werden. Auf der Einnahmeseite steht ganz oben natürlich die Lohnsteuer der vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gefolgt von der Umsatzsteuer, also der Mehrwertsteuer, die ihr auf die Produkte zahlt, die ihr im Supermarkt beispielsweise einkauft. Die Umsatzsteuer generiert 2021 fast 90 Milliarden Euro und die Lohnsteuer knapp 94 Milliarden Euro an Einnahmen. Und auch die Kaffeesteuer trägt immerhin noch 1 Milliarde Euro bei. Schauen wir jetzt mal auf die Ausgaben. Was ist der Bundeshaushalt genau und wofür wird er gebraucht? Die Aufstellung des Haushalts regelt die Bundeshaushaltsordnung. Hier heißt es in § 11 Absatz 1, für jedes Haushaltsjahr ist ein Haushaltsplan aufzustellen. Und Absatz 2, der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr erstens zu erwartende Einnahmen, zweitens voraussichtlich zu leistende Ausgaben und drittens voraussichtlich benötigte Verpflichtungsermächtigung. Und weiter heißt es dann in § 14, dass die Einnahmen und Ausgaben nach Arten und Aufgabengebieten dargestellt werden müssen. Und das bedeutet, dass jedes einzelne Ministerium bis in die kleinste Ausgabe im Bundeshaushalt aufgeschlüsselt ist, damit das Parlament die Ausgaben auch wirklich kontrollieren und nachvollziehen kann. Die Beratungen über den Haushalt finden im Haushaltsausschuss statt und daran nimmt jede Fraktion des Parlaments teil. Dabei kann auch jede Fraktion Änderungen am Entwurf der Regierung beantragen, für Einsparungen oder für Mehrausgaben. Wir finden, die Regierung gibt ganz schön viel Geld aus für Dinge, die gar nicht unbedingt nötig sind. In den letzten beiden Haushaltsberatungen haben wir als FDP-Fraktion deshalb zahlreiche Änderungsanträge gestellt. Für das Jahr 2020 527 Änderungsanträge und für das Jahr 2021 599 Änderungsanträge zum Entwurf der Bundesregierung. Wie ihr also sehen könnt, nehmen wir das Thema Haushalt hier wirklich sehr ernst und beschäftigen uns ganz intensiv damit, wie und wofür eure Steuergelder eingesetzt werden. Klar ist, in diesem und im letzten Jahr hat die Corona-Pandemie massive Auswirkungen auf den Haushalt zur Finanzierung des Gesundheitssystems, des Kurzarbeitergeldes und für Unternehmerhilfen beansprucht. Und das ist auch richtig so. Dennoch gibt es deshalb keinen Freifahrtschein für die Bundesregierung. Wofür konkret wird jedes Jahr so viel Geld ausgegeben? Da sehen wir als Fraktion nämlich erheblichen Verbesserungsbedarf. Der Bund gibt jedes Jahr über 100 Milliarden Euro alleine für die Sicherung der Renten in Deutschland aus. Das bedeutet, unser Rentensystem muss ganz massiv und noch zusätzlich zu den Beiträgen, die ihr alle in die Rente einzahlt, finanziert werden. Das Problem dabei? Einerseits unser starres Rentensystem und andererseits der demografische Wandel in Deutschland. Wenn wir hier nicht endlich Reformen angehen, haben wir in kürzester Zeit ein riesengroßes Problem. Unser Vorschlag ist eine gesetzliche Aktienrente, damit das Rentenniveau stabil bleibt, aber die Beiträge nicht explodieren und der Zuschuss aus dem Bundeshaushalt nicht exorbitant steigt. Weiteres Beispiel. Es gibt unzählige, teils absurde Ausgaben im Bundeshaushalt. Zum Beispiel erinnere ich mich an die Förderung von Bahnhofsmusik
Und es gibt viele Subventionen und Staatsbeteiligungen, die der Staat schlicht und einfach nicht braucht. Und ein weiteres Beispiel. Mit unseren Änderungsanträgen in den letzten beiden Jahren haben wir für das Jahr 2020 gezeigt, wie zum Beispiel der Solidaritätszuschlag für alle abgeschafft werden kann, indem wir 20 Milliarden Euro an Ausgaben des Staates konkret im Bundeshaushalt gestrichen haben. Für den Haushalt 2021 haben wir dann gezeigt, wie wir die Pandemie effektiv bekämpfen können, aber dafür ganze 100 Milliarden Euro weniger Schulden gebraucht hätten. Was uns immer wieder auffällt dabei, der Bundeshaushalt wird sehr gerne zum Geldausgeben genutzt. Aktuell auch über die vielen Schulden. Doch wenn es drauf ankommt, an der einen oder an der anderen Stelle auch mal auf Ausgaben zu verzichten, dann stellen viele meiner Kollegen aus den anderen Fraktionen ganz schnell leider auf stur. So, ich hoffe, ihr könnt nun noch besser verstehen, was der Bundeshaushalt eigentlich ist und vor allem, wie er entsteht. Wenn ihr Beispiele für überflüssige Ausgaben, wie zum Beispiel die Bahnhofsmusik habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Oder wenn euch Dinge einfallen, für das noch viel zu wenig Geld ausgegeben wird, würde mich ebenfalls euer Feedback interessieren. Ich freue mich darauf, mit euch im Dialog zu bleiben und antworte garantiert. Auf bald, euer Christian. Hey, das war die Folge zum Bundeshaushalt. Wir haben natürlich noch ganz viele andere Folgen zum Thema, über Geld spricht man doch. Klickt da rein, schaut euch's an und abonniert den Kanal.